und Action! Das ging daneben. Ja, Volltreffer! Hallo, ihr Stipped Up Tube. Ich bin Max. Und ich bin Max. Und hier haben wir 6 kleine Überraschungseier. Ja. Passend zu Ostern. Und 2 große Maxi-Überraschungseier. Ja. Genau, hier sind die ganzen Überraschungseier. Und die beiden Jungs können die alle aufmachen. Ja. Denn los geht's. Fangen wir mal an. Beide nehmen sich zuerst ein kleines. Und auf. Und hier können wir schon mal gucken, was ist in dem ersten Osterüberraschungsei drin? Sieht nach einer Figur aus. So, dann bauen wir mal zusammen. Und mal gucken, was Ash da drin hat. Da ist auch eine Figur drin. Jetzt weiß ich gar nicht weiter. Gucken wir doch einfach mal auf den Begleitzettel. Ja. Einmal den Flyer angucken. Was ist da drauf? Na, das sieht doch nach einem Tier aus zum Zusammenbasteln, ne? Mhm. Wie heißt das denn? Parasaurolophus. Und, wie weit bist du, Ash? Mhm. Ja, du kriegst das schon hin. Probier es mal aus. Ich gucke in der Zwischenzeit mal, wie weit Max ist. So, fertig. Was ist das? Sieht nach einer Katze aus. Und das hat Max bei sich im Überraschungsei. Eine von 4 Katzen. Und da ist sie. Das ist der Kater. Und jetzt gucken wir mal, wie weit Ash ist mit seinem Parasaurolophus. Da ist er. Und der sieht auch echt cool aus, oder? Also, im ersten Osterüberraschungsei hatten wir schon mal was Cooles drin. Ja. Dann geht's mal jetzt an das nächste. Ja. Und beide habt ihr wieder ein kleines Überraschungsei genommen. Max ein kleines, Ash ein kleines. Und fast gleichzeitig werden sie ausgepackt. Und was ist da drin? Eine Katze. Jetzt hat Ash eine Katze. Und was hat Max? Ein Deutzpaar Mähdrescher. Da kann man hier vorne das Mähwerk anbauen und einen Aufkleber draufkleben. Und dann ist er auch schon fertig. Hier fehlen nur noch die Aufkleber. Okay. Aufkleber drauf. Einmal da. Und fertig ist der Mähdrescher. Jetzt gucken wir mal, wie weit Ash ist. Hier ist das kleine Kätzchen. Da hatte doch Max eben auch so ein Kätzchen, ja, oder? Ja. Nur das war irgendwie ein Beige. Stell die mal zusammen. Ja, miau. Guck, da sind die beiden. Miau, miau. Okay, Männer, wollen wir das nächste Überraschungsei auspacken? Und wieder die kleinen Überraschungseier. Ich hätte ja schon längst mal das große aufgemacht. Machen wir gleich. Okay, dann gucken wir mal, was Max drin hat. Sieht nach einem Zebra aus. Doch nicht. Max hat einen Tiger. Ja. Dann kannst du den ja mal auf seine Grundplatte stellen. Mhm. Und das hat Ash bei sich im Überraschungsei. Ein kleines grünes Häschen. Und wenn ich mich nicht irre, hat das Häschen Arme zum Malen, oder? Gucken wir uns mal hier den Flyer an. Da ist das Häschen. Und da wird es auch schon gezeigt. Ein Häschen zum Malen. Und dabei ist auch noch eine Schablone. Und die Schablone legt man unter einen Zettel. So, hier hast du einen Zettel. Und dann kannst du mal diese grüne Schablone nehmen, da ist sie. Ja. Die legst du unter den Zettel drunter. Und dann kannst du mit dem Häschen auf der Schablone immer hin und her kritzeln und dann entsteht da ein Bild. Oh. Muss auch gar nicht so doll drücken. Und da kann man sehen, es ist eine Blume mit großen Augen und die lächelt. Und jetzt würde ich sagen, das große Ei. Genau. Oh. Wow. Oh. Mal sehen, was drin ist. Okay, Max hat sein Ei schon auf. Gucken ein wir mal. Minion. Die Minions. Cool. Okay, einer von den Minions. Ne? Ja. Oh. Und ein bisschen zum Zusammenbauen. Dann guck mal, was du da zusammenbauen kannst. Ja. Und gucken wir mal, was Ash hat. Auch ein Minion. Und da ist auch ein Minion drin. Super. Habt ihr beide ein Minion bekommen. So Max, lass mich mal auf deine Anleitung gucken. Ja. Ein Minion, der über eine Rampe in ein Planschbecken reingeht. Und das ist bei Ash im Überraschungsei. Ein Minion mit einer Kanone, einer Riesenpistole und ein Monster. Hier ist schon die Riesenkanone zu sehen. Und da ist der Minion. So, das ist jetzt bei Ash drin. Ein Minion mit einer Kanone und der
soll das Monster wegschießen. Und diese Kanone wird mit Wasser befüllt. Oh. Ich würde sagen, das probieren wir auch gleich mal aus, oder? Schieß mal. Oh. Jetzt mal sehen, ob du das triffst. Ja, und? Oh, wow. Das Monster ist abgeschossen. Ich würde sagen, das machen wir nochmal. Ja. Und stellen mal das Monster weiter weg. Und dann kann Max mal ausprobieren, ob er das Monster auch treffen kann. Ja. Ah, getroffen! Ash, jetzt versuch du mal, ob du aus der Entfernung das Monster abschießen kannst. Ja. Und Action! Das ging daneben. Ja, Volltreffer! Okay. So, das ist ja echt ein cooles Spielzeug. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was bei Max im Maxi-Überraschungsei drin war. Und zwar war da dieser Minion drin. Und den kann man mit dieser Abschussvorrichtung hier in sein Planschbecken rein katapultieren. Und dann probieren wir es mal aus, ne? Volltreffer! Ja. Willst du auch mal? Ja. Und jetzt probiert Ash mal, den Minion ins Planschbecken rein zu katapultieren. Ja. Dann und los! Ja! Volltreffer! Ja. Okay, und jetzt gucken wir mal, was wir heute alles dabei hatten. Einmal hatte Ash ein Kätzchen und in dem Maxi-Ei war dieses Monster, das von dem Minion hier mit Wasser abgeschossen wird. Und hier ein Parasaurolophus, ein Häschen, mit dem man malen kann. Und das hatte Max bei sich im Überraschungsei, auch ein Kätzchen und ein Tiger, weiß mit schwarzen Streifen und diesen Mähdrescher von Deutz Fahr und diesen Minion hier, den man in das Planschbecken rein katapultieren kann. Ja, das war's dann von unserem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.